das Wunderland zerbricht. Was ist das? Nein, es sah doch alles so cool aus davor. Warum ist es jetzt so wie die Realität? So grau. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ja, letztes Mal haben wir ja die Schweineschnäuzchen gepfeffert und die sind hier reingeflogen. Jetzt frage ich mich, hat das was gebracht? Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Aha. Korb. Wie? Zerstören. Ah, okay. Ah, da kriegen wir 10 dafür. Das ist ja perfekt. So, jetzt müssen wir hier schrumpfen. Jo. Da ist wieder Schweineschnäuzchen. Das können wir wieder... Au. Da war doch was hinter mir, oder? Hat mich das gerade getäuscht? Anscheinend. So, Schweini. Nein, nicht Schweini. Jetzt mal richtig Pfeffer geben. Kennen wir ja schon. Ah, dann tut sich der Weg auf. Ah, das Libellennest. Müssen wir sofort zerstören. Ich hasse diese Schrauben. Schraubenlibellen. Ich hasse sie. Ich bin so schlecht mit Zielen, tut mir leid. So, überhitzt. Kühl ab, schneller. Ah, da kommt noch einer. Okay, war's das? Was ist das für ein Zeug? Nix. Okay. Zähne. Alter. Ah, Hallo. Schlag doch. Warum schlägst du nicht? Mädchen. Schieß halt. Also die Steuerung habe ich noch gar nicht drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Kann ich nicht durch? Nein. Wieso nicht? Ist so viel Platz? Ha? Schnäuzlich. Aha. Geh weg. Ist hier noch irgendwo ein Nest? Irgendwo muss hier ein Nest sein. Da. So, ist jetzt Ruhe. Spitzt die Ohren, um das Schweineschnäuzchen zu finden. So, jetzt ist Ruhe hier, ne? Kann ich da runterspringen? Also, ich höre nichts. Ich hol mir auf jeden Fall mal die Zähne. So. Jump. Mehr Zähne. Was seid ihr für Pflanzen? Wenn ich klein bin, was passiert dann? Tut ihr mir was? Anscheinend nicht.
Steht da so zum Pfeffer? Auch nicht. Okay. Aha, aha. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alter, was kann ich hier machen mit denen? Keine Hilfe, keine Hilfe. Ah, okay, okay, okay. Und ich höre ein Schweineschnäuzchen. Nochmal zurück. Wo ist es? Ist es dahinter? Ist das so gewollt vielleicht, dass ich hier durchgehe? Eine Flasche, zwei Zähne. Ich sehe das Ding nicht. Ich sehe das Schweinchen nicht. Wo ist das Schweinchen? Hallo, liebe Schweinchen. Oh. Da oben. Da oben. Komme ich da hoch? Wird da immer was aufgedeckt, wenn man da in so einen Kreis geht? Ja, Pfeffermühle, ja. Ja, kann ich mir auch nur einbilden, dass da irgendwie was sichtbar wurde. Da oben ist Schweineschnäuzchen, ja. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. So, wie war das nochmal? Nein, nicht das. Nein, auch falsche Taste. Das ist das. Ah, Dodge. Einmal Pfeffer. Bitte sehr. Jo. Dann können wir jetzt darüber. Und uns die Erinnerung angucken. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ja, genau das will man als Kind hören, ne? Dass arme Tiere gestorben sind, damit du was essen kannst. Was steht da? Was? Falsche Schildkröte auf See. Ah, das ist so weit weg. Geblieben. Falsche Schildkröte auf See geblieben? Ach so, weil es eine Schildkröte ist. Ja, okay. Kann man das irgendwie zerschießen, das Ding? Ah, ich drücke in die falschen Tasten. Kann man nicht zerschießen. Gut. So. Wo muss ich jetzt lang? Ah, da. Och, bewegende Plattform. Jetzt sind wir bei Mario angelangt. Ah, da drüben versteckt sich ein Zahn. Gönnen wir uns. Sehr nice. Dankeschön. Ist wieder Ekelschleim. Da kommt jetzt gleich wieder die Ausgeburten. Gleitender Verfall. Okay. Also das ist anscheinend der Wahnsinn, der hier Alice befallen hat. Dieser Verfall. Hallo, Kamera? Sehnchen? Darf ich da eigentlich so durchlaufen? Oder ist es dann irgendwie giftig? Wenn ich da zu lange stehen bleibe, passiert nichts. Okay. Ja. Alles doch sehr rätselhaft. Oh, kommt wieder einer. Ja, fast runtergefallen. Also ich muss sagen, die Propalklinge fällt mir bis jetzt noch besser als das Schießgedingsel.
das Wunderland zerbricht. Was ist das? Nein, es sah doch alles so cool aus davor. Warum ist es jetzt so wie die Realität? So grau. Langweilig. Das habt ihr nicht gesehen. Ups. Ja. Ach, das Pilz gewachsen. So, das Zeug darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Geräusche überall. Leckt ein bisschen beim Kämpfen. Das liegt nicht an meiner Grafikkarte. Das ist wirklich das Spiel. Ist halt wirklich schon alt, ne? Ich hoffe, es ist auf YouTube nicht so schlimm. Da muss ich bestimmt auch rüber. Aber zuerst würde ich gern hier lang. Ja. Zerbricht alles. Oh. Ein richtiger Lag. Alter, komm. Warum leckt es hier zu hart? Geh weg! Zerstör euer Nest, so. Das war's für euch. Ja, Alter. Und vielleicht kann ich da Anti-Aliasing oder so ein bisschen umstellen, denn jetzt gerade ist es halt echt hart. Mache ich aber in der Aufnahmepause. Ola Zahn. Aha. Aha, für schnellere Attacken, ja. Ja, dann, was zum Upgraden. Ja, doch gut. War richtig teuer, aber ist gut. Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Oh, sie bewegt sogar ihre Lippen. Das hätte ich mir nicht gedacht bei so einem alten Spiel. Ganz kurz. Ich würde ganz gern eine Konfiguration hier. Vielleicht kann ich doch bei den Videosachen ein bisschen was umstellen. 3D Stereo. Das machen wir mal an. Anti-Aliasing. Das ist Kantenglättung, ne? Visuelle Filter. Dynamische Schatten. Vielleicht machen wir die Schatten einfach aus. Vielleicht bringt es ja schon was. Da muss das Spiel nicht mehr so viel denken. Ich weiß nicht. Naja, beim nächsten Kampf werden wir es ja sehen. So. Dann mal hoch. Ah ne, da unten sind noch Zähne. Wir nehmen alle Zähne mit. Alle Eventualitäten. Ah, da drüben sind noch Zähne. Wie was? Aha. Rennental Spiegelbahn. Ja, muss man nicht verstehen wahrscheinlich. Da ist ein toter Pilz. Jo, Alter, ja, ich denke mal, wegen den ganzen fliegenden Partikeln ist es gerade mit der Framerate gar nicht so toll.
Aber was will man machen, ne? Ich hoffe halt, dass das nicht ein Dauerzustand ist in dem Spiel. Hilfe. Ich seh nix. Na jetzt. So. Nochmal mit dem Pilz. Ja. Hat er gelacht? Wie? Geh doch weg. Ja, toll. Jetzt warten die immer in den Nussschalen. Ah, Nussschalen. Was sag ich denn? In den Schneckenhäusern. Jo. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Alice Madness Returns. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.